Und nachdem kein Schwein irgendetwas gesehen hat, was im Nebel vor sich ging, abgesehen von Kolm vielleicht, ging dennoch Eirikas Armee siegreich aus der Konfrontation hervor. Yay! Und sie schauten sich einmal an, was sie denn hier... Moment. Force, genau. Wir geben, wir nehmen nicht. Das ist ja immer schöner und besser. Und der Leitstern. Was macht denn der Leitstern? Ist das der Armreif? Vermutlich. Vielleicht ist es auch ein Ding zum sich weiterentwickeln. Wir haben Looney Cloud und der LP-Kommentator, 98, raus da, haben mir gesagt, dass der Irrionsfall keine Waffe ist, sondern ein Weiterentwicklungsinstrument. Ja, ansonsten, ich überfliege gerade mal ganz kurz, okay, das war, ja. Okay, meine Armee, es sieht gut aus, es ist also Zeit, erneut nach Renfall einzufallen. Gerüchte besagen, dass Ephraim besiegt und anschließend gefangen genommen wurde. Nun muss Eirika eine Möglichkeit finden, ihren Bruder unter den wachsamen Augen des Feindes zu befreien. Eirikas Gefolgschaft, also Schloss Renfall, wo Ephraim festgehalten wird, auch interessant. Umgeben von Seen stellt Renfall eine natürliche Festung dar, die quasi unangreifbar ist. Nur eine Brücke, fest in Feindes Hand, bietet den einzigen Zugang. Eirika bleibt nur eine Wahl. Eirika entschließt sich zu einem frontalen Angriff gegen Gradus' Truppen. Jetzt wissen wir endlich auch, dass sie Eirika heißt. In Kapitel 7, die Küste von Renfall. Und wenn es mit dem Angreifen nicht klappt, können wir direkt Urlaub machen. Oh, alles steht in Position. Doch aus irgendeinem Grund ist der Walter nicht da. Mein Bruder ist irgendwo in diesem Schloss. Renfall ist umgeben von Seen. Den einzigen Zugang steht die Brücke zum Haupttor da. Oder wir hätten irgendwelche Pegasus-Reiter aufstocken sollen. Dann wäre das doch schwer gewesen, Mann. Und dieses ist schwer bewacht. Schloss Renfall ist eine natürliche Festung, leicht zu verteidigen und schwierig anzugreifen. Wir müssen unseren Angriff mit großer Sorgfalt planen. Dem stimme ich zu. Prinzessin Eirika, bitte erlaubt mir, an eurer Seite zu kämpfen. Forde, mein älterer Bruder, ist zusammen mit Prinz Ephraim, Sir Kyle und Sir Austin im Schloss. Lasst mich euch helfen, sie zu befreien. Es gibt nichts zu diskutieren, wir werden kämpfen. Die Stunde unserer Wiedervereinigung ist nicht mehr weit. Ich bin bereit, eure Befehle entgegenzunehmen, euer Hoheit. Wir bleiben bis zum Ende an eurer Seite, stimmt's, Vater? Steigere dich nicht zu sehr in deine Kampfesmut hinein, Ross. Die in der Hitze der Schlacht behält ein guter Krieger stets einen kühlen Kopf, während weniger fähige Männer den ihren verlieren. Ihr wollt etwas gestohlen wissen? Dann bin ich euer Mann. Natürlich ist auch mit meiner Klinge nicht zu spaßen. Ich kann euch sicher helfen, wenn ihr erlaubt. Ich passe schon auf mich selbst auf. Ihr könnt unmöglich daran denken, zu kämpfen, ohne ein Genie wie mich an eurer Seite zu haben. Ich muss doch meine Schuld euch gegenüber begleichen, wie ihr mir geholfen habt, gegen jede Abscheulichkeit zu kämpfen. Bitte, lasst mich noch eine Weile an eurer Seite verbringen, außer brauche ich noch solchen Föhn. Das Wort Ärger steht in großen Lettern über der ganzen Sache. Ich wette mit euch, dass es sich um eine Falle handelt. Ach, was soll's. Irgendwann muss mir das Glück doch wiederholt sein. Möge uns das heilige Licht umgeben und schützen. Nun, Prinzessin, lasst uns die Vorbereitung für den Kampf treffen. Bruder, ich bin auf dem Weg. Vorwärts, gehen wir! Oh, wow! Oh Gott, sieh dir mal diese Muskeln an! Ja, er sieht mich gerade. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark ich geworden bin. Ich wette, ich könnte es mit jedem aufnehmen. Außer mit mir. Selbst mit meinem Vater. Na, der ist ja auch ein Witz. Der ist erst Level 4. Du bist Level 10. Ich wusste, ich würde zu einem großen Krieger werden, wenn ich nur hart genug an mir arbeite. Ja, machst du auch das Assassin's Workout jeden Morgen? Oder das Kämpfer- oder Piraten-Workout? Der hat doch nicht... Zum Piraten werden muss man doch schwimmen. Aber der hat recht, der hat ordentlich an Bizepsumfang zugelegt, würde ich mal sagen. Also, mir wurde empfohlen, keinen Kämpfer draus zu machen. Denn ich glaube, der Fati ist ein Kämpfer, sondern... Captain Hook! Er verliert seinen rechten Arm und bekommt dafür eine Klobürste. Mit Eisenstacheln integriert. Damit kann er dann auch sein... Ja... Ist das zufällig oder ist das vorgegeben, was die hier an Boni bekommen bei Level Up? So, und ich vermute mal für diese... Weil mir gesagt wurde, dass der gute Ross... Moment, wollen wir was tauschen? Einfalte Items? Nein, Einheiten... Wählen, gucken wir mal ganz kurz. Jo, das sieht so ganz gut aus. Unterstützen? Nee, das brauchen wir auch nicht. Achso, Karte, was auch immer das ist. Formation. Ja, natürlich, die Heilerin direkt ganz da vorne.
weil mir gesagt wurde, dass der gute Ross irgendwie so eine minderbemittelte Klasse hatte, die quasi unterhalb der normalen Klassen steht, entwickelt er sich auf Level 10 automatisch weiter, während die anderen dafür auf Level 10 irgendwie ein Item oder sowas benutzen müssen. Vermutlich! So, du gehst da nach hinten, der Joshua, der ist... Wer bist... Das ist der Pirat, guck mal, wie er seine Muskeln flext, boah. Du gehst ein bisschen weiter nach hinten... Du, nein, ganz nach hinten gehen, die ganz nach hinten gehen, hintigen, sag ich jetzt mal, wobei, ja, du gehst mal nach vorne, du hast sehr hohe Reichweite, aber die haben auch sehr hohe Reichweite. Ansonsten, wir haben hier noch das ein oder andere Häuslein, was ist das denn? Ebene? Nee, ist doch keine Ebene. Das sieht, keine Ahnung, das sieht aus wie eine Art Streitwagen mit, Armbrust drauf oder irgendwie sowas. Oder ein Mikrofon, vielleicht der Moderator oder der Anheizer. Gut, also wir haben insgesamt drei verschiedene Bogenschützen hier. Und da würde ich mal sagen, nein, ach ja, stimmt, das hier. Wir speichern das Ganze einmal, bevor wir unsere Einheiten losschicken in die Schlacht. So, okay, verwunderbar. Ich könnte jetzt natürlich erstmal nach hier oben gehen. So, erstmal gucken, wie weit die Reichweite. Ich könnte natürlich erstmal versuchen, die Knaben hier oben, was auch immer die da zu suchen haben, wegzubasteln. Oder kann ich. Nee. Okay, Vanessa geht einfach mal dahin und wartet. Das sieht nämlich ganz okay aus. Und dann. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wir könnten natürlich erstmal hier die Brücke festsetzen. Das wäre mal eine Maßnahme. Ich guck mal, wer das tut. So, du bist Level 6, du bist Level 7. Du bist Level. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß. Moment. Der hat Eisenlanze und Joshua hat ein Schwert. Also ist es besser, einen Axt-User dahin zu stellen. Garcia ist weiterentwickelt als der Ross, aber der Ross braucht mehr Level-Ups. Der, zumindest hoffe ich das. Der Papi stellt sich hier schön daneben, damit er ihn anfeuert. Und ansonsten, der Joshua, der braucht noch ein bisschen Level-Up. Du stellst dich hier hin. Die haben keine Fernkampfwaffen, oder? Du bist. Ist schon Weihnachten. Deswegen, für die Heilung und Unterstützung kommst du dahin. Wobei ich eigentlich auch... Ich hätte diese Plätze mit Fernkämpfern dingsen müssen. Ja. Also ich keine Ahnung, was das ist. Wir müssen einfach abwarten. So, Lute. Lute Level auch Level 6. Alka Level 6 und du Level 8. Und ich glaube, wir halten dich mal ein bisschen... So, wir müssen gerade mal gucken. Hier oben rüber komme ich nicht. Die kommen da, glaube ich, auch nicht her. Also ich muss hier ganz unten rum. Es sei denn... da sind auch noch welche. Oh, also, okay, ach du Scheiße! Was hat der für eine Reichweite? Leck mich am Arsch! Ist das auch so ein Dings, was da steht? Also ich muss mit irgendeiner... ich glaube, das muss der Franz... Da muss der Franz herhalten, damit er da durchkommt. Vielleicht soll ich Naimi nach da oben schicken. Okay, dann geht die erstmal auf das Haus und besucht das Haus! Tyranno ist der neue Herr von Schloss Rennfall. Eigentlich soll er ein Adjutant von General Falter und Grano sein. Aber wer weiß, es gibt sehr Gerüchte, dass er hinter Falters Rücken Ränke schmieden soll. Er sollte vorsichtig sein, wo er hintretet. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Gar nicht! Okay, ja, dann haben wir jetzt alle bewegt. Sind die fast alle bewegt? Es lohnt sich nicht, dass du da oben hinläufst. Okay, machen wir mal dem ein... Wir werden angegriffen. Erhebt euch! General Falters Adjutant Lord Tirado hat uns den Auftrag gegeben, das Schloss zu verteidigen. Zeigt ihnen die Macht von Murrays Brigade! Lasst ihn nicht in jedes Schloss kommen! Das ist mal eine motivierende Ansprache, möchte ich mal sagen. So, zeig's ihm! Ich hab immer noch das scheiß Wurfbeil! Das darf nicht... Oh mein Gott! Okay! Sie kommen alle nacheinander. Sie haben uns gesehen, aber nicht alle nacheinander. So, Angriff ist die beste Verteidigung. Das sieht doch schon mal wesentlich. Hätte ich das gemacht, bin ich steppert. Ist die Frage, ob ich ihn dann nach vorne schicke? Okay. Obwohl, wenn er tot ist, wird er angreifen können. Das zählt nicht für ihn. Wobei der ist nicht gekommen. Ich sage einfach mal, lasst die Gegnerlein zu mir kommen.
Kannst du ihn umbringen? Nein, nicht mit der Stahllanze. Mit dem Langspeer sowieso nicht. Erstmal abwarten. Leicht. Oh mein Gott. Sie ist schlecht, oder? 13. Sie trifft aber kaum. Langspeer. Verdammt, was ist mit der los? Ich meine, Die ist Level 6. Also nicht ganz so schlimm, würde ich mal behaupten. Aber sie trifft nichts. Und. Ich würde 6 Schaden von ihr bekriegen, von dem da kriegen und nein. So, zack, hier rum. Leichtlanze und 9 von denen da. Das würde machen 15, das würde sie überleben, aber das ist nicht ganz so gut. Was soll ich das tun? Ja, aber ich bin noch am Anfang, ich kann es doch resetten. Damit trifft sie so gut wie nichts. Was ist los mit der? Naja, vielleicht habe ich hier Glück mit 9%ig kritischer Trefferwahrscheinlichkeit, dass er mal nicht trifft, aber nein. Aber sie braucht, glaube ich, ihr Level-Ups ohne Ende, damit sie was reißt. Deswegen, obwohl... Ach, Naimi kommt nicht so weit. Es ist ein Dreck. Oh, hoppala. Nein, Naimi könnte nach da. Die musst du alleine irgendwie hinkriegen, oder? Ja, also sonst macht es auch keinen Sinn, meine Leute da irgendwie hochzuschicken. Ansonsten sage ich... Dich brauchen wir eventuell da oben. So, der Rest darf erstmal zu mir kommen. Ich hoffe, das hat jetzt keine großartigen Nachteile für Humor. Endlich! Ach, stimmt! Oh, das habe ich total in die Berechnung vergessen einzuberechnen, dass... Ja, der Konterangriff aus der ersten Runde. Der könnte daneben hauen. Er könnte aber natürlich auch treffen. Und mein Leitspiel geht langsam in die Binsen. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich ihn in einer Runde tot? Okay, er kommt angelaufen. Der kommt angelaufen. Er sagt den anderen nicht Bescheid. Hey, komm mit. Er zieht sich nicht auf seine Richtung. Das finde ich gut. Ja, das ist aber auch eine Maßnahme. So geht das. Ja, ich komme mit der anderen nicht dahin. So kann ich ihn in einer Runde umbringen. Mit der Stahllanze. Nein, niemals. Niemals. Vanessa hat noch 6 Lebenspunkte. Dann zieht man... Nimm mal was jetzt ganz intelligent. Moment, ich muss gerade mal gucken. Okay, der kann nicht weit. Der kann sowieso nicht weit. Wir ziehen uns auf strategische Art und Weise zurück. Wir müssen ja auch noch unsere Heilerin ein bisschen leveln. Und dann machen wir das per Hin- und Herflug. Und in der Zeit kriegen die anderen auf die Mütze, die es wagen, zur Brücke zu kommen. Ich hoffe nur, dass Falter hier nicht auftaucht mit seiner SOS-Brigade. Der braucht noch eine Weile, bis er kommt. Den erreiche ich da sowieso nicht. Moment, wie weit kann er? So weit. Der kann... Ich meine, ich könnte ja auch erstmal, auch wenn mir alle sagen. Bert, tu es nicht. Lock die nicht alle nacheinander an. Das ist sehr, sehr schlecht für dich und deine Gesundheit. Mir egal, ich lauf doch hier nicht rein. Nee, da muss ich ja gegen dann 4, 5 Leute gleichzeitig kämpfen. Dies macht keinen Sinn für mich. Okay. Wir stehen gut. Wir stehen stramm. Wir stehen gerade noch. Nein! 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 Hoffentlich kommt der andere nicht vor. Wieso konnte er dahin laufen? Das macht irgendwie... So macht man das mit Ausweichen. So macht man was draufhauen. So macht man das denn jetzt auch mit Level-Ups, würde ich mal sagen. Ja, mein Gott, kriegt er ordentlich Erfahrungspunkte. Das Beste jetzt... Er braucht ein Schiff und einen Papagei. Ansonsten kriege ich hier die Krätze, glaube ich. So. Schauen wir mal. Angriff, Stahllanze. 9... Das riskieren wir jetzt! Jawoll, ja! So, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen was konzentrieren von Level-Up-technischer Seite auf meine gute Pfettchen-Zähmerin. Ist das praktisch? Ich weiß nicht, die Werte von ihr sehen jetzt auch nicht so gering aus, muss ich gestehen. Aber dafür habe ich was ich heilen kann. Macht natürlich auch Sinn. Und, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Naimi kommt, glaube ich, nicht hier gut durch, weil... Die ist halt so schlecht zu Fuß in den Bergen. Moment, ach Quatsch, ich drück mal den falschen Knopf. So, das bedeutet... Moment, kann ich... Na, Mistverdammter. Moment, kann sie da angegriffen werden, obwohl... Moment, schauen wir mal. Nein, kann sie nicht, das ist praktisch. Ansonsten könnte sie zurückschießen. Reichweite ist ja nicht so ganz enorm. Sehr, sehr gut. So, Joshua. Gucken wir mal, was wir mit dem Starschwert machen. Und mit dem Schnitter sieht das auch nicht besser aus, aber dann nehmen wir das Stahlschwert, um des Gegners Eingeweide aus seinen Lymphknoten herauszuschneiden. Ja, David der Kabauter ist wieder in die Abgründe der Gnome zurückgekehrt. Die anderen bewegen ihre strammen Ärsche nicht, das heißt, wir können jetzt unsere strammen Ärsche einmal. So, Level 7. Lute, meine geliebte Lute. Die Lute ist eine gute Stute.
Und deswegen geht die weiter nach vorne. Aber ich muss gerade mal was gucken. Okay. 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 Das heißt, na hier. Moment, das kriegen wir hin. Wir locken. Wie gesagt, also ich weiß nicht. Jetzt mal, ich mache es so mit Anlocken. Das ist in meinen Augen ein bisschen besser. Kann er auch mal reden? Unterstützen. Mach mal das hier mal. Reden Sie zusammen. Ross. Oh, hallo, Hallo, Vater. Worüber denkst du nach? Nichts. Nun, vielleicht nur, wie man Vivar Mutter. Deine Mutter, nun, wo soll ich anfangen? In vielerlei Hinsicht war sie Prinzessin Erika sehr ähnlich. Prinzessin Erika! Ja, sie war sanft, aber auch sehr stark. Sie konnte den Schmerz von anderen teilen. Ich verstehe, Was ist los? Vermisst du sie? Ich habe noch nachgedacht. Wann haben wir zum letzten Mal ihr Grab besucht? Auch ihr Meeresmatrosengrab. Nichts, seit wir ihr das Dorf verlassen und diese Reise begonnen haben. Es ist so lange her. Sie muss sich nicht einsam fühlen. Ross. Als die Banditen das Dorf angegriffen haben, musste mir fort. Aber Mutters Grab ist noch immer dort. Ja. Vater. Ross. Lass uns nach Hause gehen, wenn dieser Krieg vorüber ist. Zurück in das Dorf, in dem Rieserhut. Vater! Wir können das Dorf wieder aufbauen, nur wir beide. Immerhin ist dies der Ort, an dem wir gehören. Du und ich und deine Mutter. Ja! Ja! In Ordnung, aber ich muss noch viel stärker werden, um dabei zu helfen. Dann sollten wir besser mit dem Training beginnen, Vater! Wenn du darauf bestehst, zeig mir, was du kannst. Wobei ich vielleicht mal nachgucken sollte, mit wem Ross sonst noch Unterstützungsgespräch hat, weil ich ja kein so großer Garcia-Fan bin. Aber er hat ja noch drei übrig. So, dann überqueren wir langsam die Brücke am Quai. Okay. Ja, ich versuche die Level weiterhin so ein bisschen ausgeglichen zu halten. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ich hoffe, dass jetzt von unten links keine Unterstützung irgendwie herbeifährt. Also, was ich ihm sagen wollte ist, das einzelne Wow. Leck mich am Arsch! Die paar Level, die paar Status-Upgrades, die haben es echt gebracht. Oder ist das Kanonenfutter hier unten? Naja, auch egal. Ich meine nur, wäre ich jetzt weiter vorgelaufen, um den Initiativangriff zu haben, dann hätte ich die Aufmerksamkeit von diesen beiden neben diesem mir auch noch erhöht. Und dann hätte ich eventuell eine Situation gehabt, in der ein Charakter gegen drei gleichzeitig antreten muss. Auch wenn ich nicht die Initiative habe. Und das erscheint mir ein bisschen kaka. Bin ich ganz ehrlich. So, du... Ich muss ein bisschen... Moment. Ja, ich muss mit leicht... Ich mir noch eine Leichtklasse kaufen sollen. 55, na. 50? Moment, war mal die Leichtlanze da. Ja, komm! Das muss gehen! So, zack. Wie viel... Was für ein Level-Up hat die jetzt? Level... Wow. Oh mein Gott, ich hoffe, ich treffe überhaupt was. Was hat sie denn an Werten so gering, dass sie die Gegner nie trifft? Das, macht mich ein bisschen wuschig. Okay, C? Ne, Moment. Was hat sie an Werten? Also Fähigkeit, Geschick ist doch recht hoch. Und der Rest, davon wird auch nicht die Trefferwahrscheinlichkeit abgeleitet. Naja, auch egal. Naimi, fahren. Jetzt. Nur 5. Kaka. Aber wir können das schon mal... Warum reicht das nicht bis zu den Bogenschützen da oben, verdammt? Wow. Das gefällt mir. Aber da oben brauche ich die Natascha jetzt wohl nicht mehr. Mein Gott, kann die unweit laufen. So, Lute. Kommt da oben nicht ran, aber an den da. Ja, genau. Das kriegen... Nein. Die soll schon das Level abkriegen. Joshua kann noch mal ran. Genau. Der will ihn umbringen. Scheiße. Sonst noch irgendwas? Colm kann nicht weit genug laufen. Joshua will ihn umbringen. Franz sicherlich bestimmt auch. Gucken wir mal ganz kurz. Eisen... Und die Eisenklinge... Noch schlimmer. Was machen wir denn da? Garcia. Genau, Garcia hat nicht viel auf dem Kasten. Wenn der trifft, dann sind wir in Kielreichweite. Und dann hoffen wir, dass... Wenn er denn mal treffen würde? Natürlich! Ich krieg den Treffer rein, obwohl ich die wesentlich bessere Ausgangsposition habe. Danke, Spiel. Ich liebe dich dafür, Spiel. Du Kackspiel. Das ist halt kein Heimspiel für mich. Ich hasse sowas. Das geht mit der Planung total daneben. Na gut, kriegt die wenigstens darüber was. Darüber kriegt die bestimmt auch noch ein Level ab. Dann muss eben der Ross hier ran. Mit der Eisenaxt hier. Ordentlich Rabazamba machen, damit die anderen sehen. Mit dem legen wir uns besser nicht an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Piraten und Kämpfer? Kann er zwei Äxte gleichzeitig nehmen? Okay, der hält's aus. Der hält's aus. Der Garcia hält's hoffentlich auch noch aus. Ansonsten müssen wir wieder zurückgehen. So, Joshua.
Moment, ich muss mal gucken, was für eine Reichweite der Bastard. Nein, der Bastard hat. Okay, da soll ich nicht hinlaufen mit dem Joshua. Da kann er zurückschießen. Aber da könnte ich dann vielleicht ihn schon mal weglocken mit Hilfe von meiner Lute. Ja, das machen wir, glaube ich, so. Und wisst ihr was? Mir ist das so riskant. Ich werde einfach mal den Franz hier hinten hinstellen, falls da jetzt noch irgendwelche rückwärtigen Einheiten hinkommen. Und versuche, meine liebe Heilerin zu vernichten. Okay. Lassen wir das. Die anderen bewegen ihre Stummelärsche nicht in meine Richtung, außer die, die sollen natürlich. Was habe ich hier immer für ein Glück? Der weicht immer aus, aber da, wo es drauf ankommt, die weicht nicht aus. Kriegt er diese Level-Ups jetzt auch nur, weil er quasi Anfangslevel ist? Stärke 12. Haut ihr deswegen so hart rein? Oh oh, Garcia? Natürlich weicht er nicht aus. Zum Glück kein Doppelangriff. Oh, das kann nur Mila und ihre Mannen. Oder so ähnlich. Okay, sie kommt bis nach hier. Garcia, wie weit kannst du zu... Moment, kann sie... Entschuldigung. Kann sie da hin? Okay, er muss bis zum Berg. Genau. Moment, geht das? Ja, wunderbar. Es war der Berg, nicht der andere Berg. So, heil ihn! Und dann sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir ihm nochmal das ein oder andere Level Up zuführen. Aber ein bisschen Schaden ist ja nicht der Schaden unserer Heilerin. So, du blockierst die Brücke, falls die Leute von hinten kommen. Das hätte ich vielleicht von Anfang an so machen sollen. Und mal, wen haben wir denn hier? Die holen die Lute. Aber nee, die Lute, die wollten wir ja für den da oben da herhalten. So, der konnte da oben angreifen. Dann kann ich... Warum kann ich nicht so weit angreifen? Was hat er, was ich nicht habe? Gucken wir mal. Er hat beschissene Werte, das ist schon mal gut. Donner. Ist Donner reichweitenhaltiger als Feuer? Warum? Okay. Sie muss es über die Berge schmeißen oder gibt es hier auch Höhenunterschied-Vorteile? Aber ich hoffe, sie kann hier zurück angreifen. Sie könnte mit Erika... Nee, nicht reden. Das ist Versorgung. Achso, sie können ihre Zeugs tauschen. Egal. So, du machst den da. Der Joshua... Jo, der Joshua, der darf jetzt mal... Töten! Vernichten! Seine Motivation hochhalten, indem er... Ja! Sich den Skalp! Oder sich die Körpereinzelteile besorgt, die er jetzt in irgendwelchen Gummisäcken hier in den Wäldern verteilen muss. Komm, ja komm, lass erstmal den hier. Oder, ja... Der ist relativ niedrig levelig, aber lohnt es sich jetzt hier noch, sich auf Ross dann nur noch weiter zu konzentrieren? Ich meine, er ist gut. Warum auch immer? Mit seinen, was hat er vielleicht schlechte Werte? Hier mit Fähigkeit und Geschick und, ja, Glück geht ja noch, aber gerade die beiden, die sind so schlecht, dass ich gedacht habe, der trifft nie was. Okay, du gehst mal mit nach vorne, da oben ist ja quasi nichts mehr. Also dafür, dass das Renvol ist und Ephraim da sein soll, was wahrscheinlich auch nur irgendwelche Gerüchte sind, ist es, Moment, kann ich damit auch fahren? Geil! Mann, ist das geil! Moment, kann ich nach oben fahren? Warum kann ich... Ach, verdammt, ich kann nicht durch Wälder fahren. Ich kann es nicht abholzen. Angriff, Ballista. Ich könnte sogar den da wegholzen. Das ist... Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich. Meine Taktik wird jetzt sein, mit ihr quasi darüber zu fliegen. Ich muss erstmal gucken, was... Wow! Was haben die denn für... Wir haben auch nur nochmal einen Eisenbogen. Was sind das? Moment, die sehen auch größer aus. Wow! Aber ich könnte erstmal hier hinfliegen. Moment, ich muss mal gucken, wie hoch die Reichweite von dem Knaben da ist. Okay, wunderbar. Dann knipsen wir erstmal den aus. Dann fliegen wir erstmal hier hin in der nächsten Runde. Dann machen wir hier oben schon. Ich bin so dämlich. Ich bin so gnadenlos dämlich. Ach ja, stimmt, ich habe ihn gerade abgeböllert. Obwohl, so dämlich bin ich auch wieder nicht. Aber ich habe total vergessen, dass ich ihn ja mit Lute anlocke. Boah! Aber wenigstens knallt sie ihn direkt weg. Oh, meine lilahaarige Warnmagierin. Ja, sehr gut. So, Reichweite bei ich der hier. Käme ich doch nur mit meinem Ballista-Dings da ran. Da oben. Oder komme ich das, wenn ich da wegfahre? Aber ich muss mal gerade mal gucken. Wenn ich mich dahin pflanze, bin ich noch geschützt und könnte mit dem Langspeer ihn angreifen und ihm den Garaus machen. Ja, genau. Wunderbar. Ich dachte jetzt gerade nur, hoffentlich kommen die von da oben jetzt nicht runter. Und du kannst immer noch nicht weiterfahren, aber ich kann hier runterfahren. Knight Rider, der A-Team-Wagen. Also ich muss ja sagen, das sieht gerade gar nicht so verkehrt aus. So, und wie weit kannst du laufen? Dies barscht so. Das ist bisher sehr einfach. Aus irgendeinem Grund ist es bisher sehr einfach. Aber ich denke, ich werde noch diesen Zug zu Ende machen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir...
Lohnt es sich jetzt noch mit Naimi mit der Karre da unten rumzufahren? Ich lass Franz einfach mal hier. Er ist hochlevelig, das heißt, ich brauche ihm jetzt nicht unbedingt noch großartig irgendwie was reinzubrezeln. Für den Fall, dass von hier hinten irgendwas kommt. Ich hab irgendwie... Das kann nicht so einfach bleiben. Komm, wir gehen hier noch einen Besuch abstatten. Prinz Ephraim, meine Güte, ich habe nichts über ihn gehört. Aber jetzt, da hier ist erwähnt, es gab vor ein paar Tagen einen großen Aufruhr. Ich glaube, die Soldaten haben jemanden gejagt, aber... Ich war so müde. Ich bin eingeschlafen und habe alles verpasst. Ja, wie genau wie ich abends... Habe ich ihn geheilt? Ihn geheilt? Ja, haben wir. So, ist die Frage, wen schicken wir da jetzt hin? Joshua, bis Level 6 und gehst hier oben in den Wald rein und kannst nicht angegriffen werden. Ja, dankeschön. So, ich zieh mal nach. Erika ist Level... auch noch Level 6. Na, dann soll ich dir vielleicht auch noch was beibringen. Wobei, Ephraim gefällt mir wesentlich besser. So, das sieht gut aus an der Stelle. Da sind wir auch fertig. Wirkt es dabei? Obwohl, den gegnerischen Zug machen wir noch. Vielleicht... Oh, bitte. Oh, bitte. Oh. Haha! Endlich! Endlich! Endlich ist es nochmal zu meinen Gunsten, dass ich trotz... ja, nicht so ganz guter Wahrscheinlichkeit auch mal ausweiche. Gerade weil die Heilerin nicht bei mir in der Nähe ist. Ja, ja. Ja. Ja, damit kann ich leben. Stärke nochmal gelevelt, ausgezeichnet. Ich sollte mich nur mit ihr nicht nach oben bewegen. Was zum Teufel war das jetzt? Oh, scheiße! Das Ding, das habe ich total vergessen. Das ist es, was nicht einfach ist. Aber die können nur fünfmal böllern, ne? Und dann sollte ich vielleicht erstmal hier deren Böllerei ein wenig austreiben. Beim nächsten Mal von Let's Play. Fire Emblem 8, wird diese Mission so leicht bleiben? Oder erwarten uns noch eine böse Überraschung? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!